Das letzte Mal in Bayer. Tommy hat Triple Hits. Ja, beide. Die haben sich instant gekillt. Muss gehen. Ja. Da kommen sie auch schon. Easy the Bees! Dead? Er hat MP5. Tommy? Dies? Nein. Ich sehe sie nicht. Wo ist die Tommy? Ich bin hinter dir. Hinter. Ist tot. Loot, ist tot. Gleich weiter vorne. Hier nimm die Tommy. Ja. Bist du dead? Ja. Was hattest du? Tommy. I will get the Tommy back. Don't worry. Da ist oben. Oh, wo ist das? Hier. Der wollte. Ich glaube, du hattest ihn tot. Er ist tot. Ich glaube, du hattest Tommy dead. Kann sein. I called you, I got it back. Lieber Live-Chat, vielen Dank für euren Support, vielen Dank für die ganzen Subs, Follows, etc. pp. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Ich hau jetzt ab, ich muss echt schlafen, bin sautotmüde. Dankeschön, dass ihr den ganzen Abend mit dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Ciao, ciao. Und wo beginnt diese Rust-Story nun? Nun ja, genau da, wo die letzte aufgehört hat. Good morning in the morning! Hallöchen, meine Hasen. Schön, dass ihr da seid. Day 2, wir stehen noch. Top. Ich freue mich heute auf einen geilen Vibe. Weiter mit Eevee, Freunde. Das wird Hammer. Ich habe mega Bock. Des Weiteren, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Pausi und sich das vielleicht dann später irgendwann mal anschaut. Ich mache überwiegend YouTube-Content, also wer Bock hat, schaut mich einfach mal auf YouTube an. Einfach Pausenbrote in die Suche eingeben, Pausenbrote Rust und ihr findet mich. So, jetzt habe ich aber genug Werbung gemacht, ne? Weil auf anderen Social-Media-Plattformen bin ich nicht. So. Ich bin auf YouTube und auf Twitch. Das muss reichen. Geh mal rein. Let's fucking go. Sonst, was steht heute an? Überwiegend Scrapperino, Karten, Euric, Cargo, Progress. Ja. Es ist noch relativ früh, es ist relativ entspannt. Deswegen gehen wir die Sache auch ganz locker flockig an. Gut, dann mache ich mich mal an die Karten, oder? Und damit ein Hallo von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Jetzt muss ich doch mal ein Voice-Over starten. Denn heute sind wir schon in der finalen Folge. Und deswegen ist ganz klar meine Frage. Wie gefällt euch dieses Format? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Findet ihr es zu kurz, zu lang? Oder wollt ihr doch wieder oldschool die richtigen Rust-Movies? Mein Plan für mich ist etwas parallel. Sprich, ich möchte weiter diese kurzen Stories machen, aber auch, wenn ein guter Vibe kommt, ein Movie. Der Punkt ist, dass ich so euch wöchentlich etwas bieten kann. Und der Kanal nicht immer ein, zwei Monate trocken liegt, bis mal wieder etwas kommt. Ich finde es persönlich nicht schlecht. Klar gibt es hier noch Verbesserungspotenzial. Ich meine, das war die erste Serie. Ich wollte es einfach so simpel und einfach gestalten wie möglich. Ich finde, rohes Gameplay ist manchmal auch ganz nice. Aber gut, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Oder diskutiert mit mir einfach mal live auf Twitch. Wir sehen uns auf jeden Fall dieses Wochenende. Link in der Videobeschreibung. Gut, genug geredet. Viel Spaß weiterhin. Oh Gott, bin ich erschrocken. Ganze Magazin daneben gehauen. Baby Guy. Bin tot. Echt? Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Schade. Prototype. Jetzt kommt noch eine Tommy. What the fuck? Okay, das war's mit der Blue Card. Scheiße. Neuer Ravi on me. Ich habe keine Wall dabei. Ich werde sterben. Ich habe ihn gesehen. Oh, also bin ich noch hittet, als ob ich ums Eck gehe. Ist tot? Nein, aber... Ja, bin tot. Ficken. Es sind unsere Nachbarn, glaube ich. Ja, da müssen wir ja wohl sehen wollen. Müssen sie an also ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber mit denen haben wir gestern schon ein paar Mal gefightet und es waren nicht die Tommy Guys und so. Ja, mal gucken. Und ich meine, die haben diese... Wo war das da vorne? Die haben diese Ravies. Oder vorne. Ja, die haben die eben die ganze Zeit, ne? Einer hat einen Hazy und einer hat einen Frankie-Kit irgendwie. Mit dieser Frankenstein-Maske, glaube ich.
Ja, egal. Du hast doch ein Kit, dann lass gleich weitergehen. Ja, vielleicht wollten die auch zu Crate. So, ja, das kann gut sein. Das kann jetzt wirklich gut sein. Dann treffen wir sie vielleicht noch. Die B-Action. steht da oben drauf. Hit, Double Hit. Greifen, oben drauf. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Unten ist auch ein Abturm, pass auf. Ist rausgecrawled. Hab ich, ist dead. Muss kurz hier. Bei mir springt noch was auf Holz, nicht du? Ich bin gerade rein ins Haus. Du, oder? Ja, okay. Einer war dead. Nur noch der im Turm, glaube ich. Ja, der wird nicht drunter kommen. Oh nein, hinter mir! MP5, bin dead. Okay. Ich hab mir aufgepasst. Alles gut. Komm vom Base. Oben. Hab ihn! Er war am Roof oben. Wen hast du am Roof oder den anderen? Am Roof, die MP5. Kannst du kurz was looten, weil dann spawn ich bei dir rein. Ja. Aber wo, wie war der? Ach, er war oben auf dem Dach von dem... Oben auf dem Dach, ja. Ah, da kommt man nur vom großen Tower, muss man rüberspringen. Ich hab's jetzt gar nicht gecheckt, weil ich bin so ums Eck gecrouched und da hat er runtergeschossen. Ja, gut gespickt, schau. Jetzt geh mal. P2 hat anscheinend gegen MP5 gewonnen. P2 ist auch da. Einer dead am Recycler. Der war, glaube ich, am Looten. Ja. Geh mal kurz. Hier ist Wolf's Helles. Deckung. Hab MP5. Ich glaube, der hat sie gelootet, weil es war ein Wolf-Headress. Ja. Er kam runter und dann hat er eine P2 gegen eine P2 gefightet. Tommy fehlt noch. Er hat auch dein Farm hier, das waren die. Die kommen 100 Pro nochmal. Oh, nee. Oh, scheiße, Essen ist da. Ich gehe schnell. Wo soll ich mich hinstellen? Fuck. Stell dich in den Turm. Stell dich in den Turm, scheiß drauf. Stell dich unter die, in den Turm, mach die Tür zu. Ich komme gleich wieder. Dankeschön. Jo, ich bin in den kleinen Turm gegangen. Bei großen wollte ich nicht hoch. Aber die sind oben. Ah, da schleicht sich was an, warte. Ich höre, wie du die ganze Zeit hittest. Jetzt treffe ich ihn aber nicht. Jetzt ist er tot. Tommy, andere Seite. Wir haben noch 3 Minuten oder so. Ich glaube, jetzt sind... Oh, jetzt kommt AK. Ich bin AK-Headshot. Wir haben noch 3 Minuten auf der Crate. Andere Seite. Die kommen jetzt rüber. Aua. Also Richtung Hallen? Ja. Okay. Der hinter dir ist dead. Oder zumindest noch. Einer ist... Wo ist die AK? Die Cross war. Ja. Hier Hits. Wo ist die AK? Vielleicht so, doch P2. Oh, da bin ich. Ich glaube, die geht außen rum, wenn mich flanken. Ich muss weg von diesem Turm. Ich hasse das an dem Turm. Er ist noch an dem Cargo-Helikopter. Er fightet mit der Halle. Vielleicht können wir uns die Crate schnappen. Ja. Die dürfte gleich offen sein, glaube ich. Komm mal raus. Ich bin schon raus, aber ich sehe den Timer nicht. Der zeigt Richtung Hallen. Aber es piepst noch, Jetzt ist auf, Ja, ich gehe. Oh, Spieler bei mir. Hab ihn. Richtig. Okay, MP5, wir müssen gehen. Wir müssen gehen, auch wenn ich noch so Bock hätte. Aber das war nur einer von unseren Nachbarn. Ich habe AK mit 16 Schuss. Ja, komm. Lass nach hinten weggehen, das ist zu guter Loot. Ich hör jemanden rumspringen drinnen. Boah, ich hätte so Bock darauf. Brauchst du Heal? Eine Spritze habe ich noch. Ich hätte da jetzt so Bock drauf. Ja, Freunde, ich habe echt Bock drauf. Wir können ja zurückkommen, also die gehen dann. Weiß nicht, ich könnte eine Stash machen. Bist du, guck mal, ich schmeiß dir nochmal zwei Saus runter. Oh fuck, ja, ich spiele die. Oh ne, sind noch mehr Saus, sorry. Ein bisschen Platz ist noch. Ja, die droppen alle hier oben. Wo? Halt rein. Oh Gott, du hast ja richtig viele Sachen. Ja,
Ja, das nehme ich mit. Ja, der Rest ist egal. Ja. Ist noch Grubby oder sind die AKs noch da? Die Frage. Ich habe keine AK gehört, aber das hat sich doch nach diesem Revolver angehört. Das war eine Pump und ein Python, glaube ich. Nee, hat viel zu schnell geschossen. Ich würde da jetzt nicht hingehen, wo die Pump ist, ja? Python? Python. Aber er hat Wideout Kit. Ja, alles gut. AK ist, glaube ich, dead. Der Mate ist low. Ich treffe ihn da nicht, es schießt so an die... Ja, chill. An die Dings ran. Ich bin dead, ja. Oh. Outside. Oh? Vielleicht kannst du mich hier outside an der Wall. Bleibst du kurz hier und hilfst mir? Ich brauch meine Waffe noch. Die kommen hinter mir. Ja. Headshot. Einer dead. Oh, Full Kid AK. Hab AK dead. Fuck, ich beide dead. Ich hab da ein bisschen weit am Back, aber ich renn. Egal, schnapp dir einfach das Beste und tschüss. Andere auch dead. Riskier's irgendwie nicht wegen Pillo. Ja, ich geh. Ich kann den Rest noch aufsaugen, weißt du, mein Kid auch. Oh, alles oder? Gut, ich bin am Gehen. Ich bin randvoll, Ivi. Wirklich. Alles gut. Absolut. Hast du randvoll. Hazy? Ah. Hast du? Rockst du? Ah. Du bist doch noch Platz, oder? Ja, ja. Ja, komm. Ich heb ihn ab, ja. Ich hab keinen Platz. Geh nicht mal rein. Du hast so die Kugeln von dem geschluckt. Das war unnormal. Der hat auch in eine Leiche reingehalten. Dann konnte ich ihn nicht schießen, sonst wäre ich auch tot gewesen. Und dann bin ich rum. Ich dachte nicht, dass er da gleich auch rausjumpt. Ich hab gar nichts mehr gepeilt, weil er ist dann rum ums Eck. Und hat dann irgendwie einen geheilt oder war am Loot? Ich check's nicht. Vielleicht hat er auch Heal gebraucht und wollte vom Kumpel spritzen oder so. Ja, sein Kumpel war doch der durch die Wall gepusht ist. Das macht alles ja gar keinen Sinn mehr. Ja, sein Kumpel, also er ist innen an der Wall, ist der Kumpel ja gestorben. Nein, der hat eben noch gelebt, den habe ich danach geholt. Ich dachte auch erst, er wäre tot, aber da lag ein anderes Kid. Verstehst du? So. Und dann bin ich rum und wollte noch schnell die Waffe holen und habe ich gesehen, dass er Essie noch lebt. Ich dachte, ich habe einen gekillt da. Den Hazy. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Vielleicht war der Hazy ein anderer. What? Die waren dann die anderen. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich check da gar nichts mehr. Da liegt bestimmt noch Stuff rum, aber haben wir irgendwo eine leere Kiste. Okay, pass auf, oben rechts, okay? Ich mach mal nur, erstmal nur Waffen scharf. Ich hab meine auch gleich reingepackt. Okay, die Waffen haben wir gerade rausgezogen. LOL. Habe ich noch das. Und halt noch einen Haufen Kids. Das. Ja. Das. Nice. Oh, ich habe noch eine Face Mask. Easy. Ich würde mal sagen, mal ein guter Run, oder? Leute. Ja. Okay. Noch mal ein Sarkit Plus. Was? Hast du denn geholt? Ja. Oh. Beim Supermarkt, ich war am Holzfarm, da hat er mich gesilenced. Wollen wir kurz Ding gehen? Flame Raid? Ein Anfänger oder so, weil der hat mich schon holen. Oh nein, der Zombie killt ihn. Take it! The loot! From the Zombie! Take it! Oh Gott, ich glaube, der ist komplett lost. Ich glaube, der Rust gerade das erste Mal angemacht. Darf ich vorstellen, ein Rust Console Player? Na, mein Spaß. Ja, nee, lass gut sein. Ich werf mal rein. Let's go! Oh, geil. Holztür, warte. Oder das war eine Refinery. Oh. Oh. Oh mein Gott, okay.
wir da oben. Also Fuel haben wir plus gemacht, Leute. Ich geh reingucken. 4-2, oh mein Gott. Hab ihn Headshot? Oh, Eevee, Maschine. Oh, Metall. Fuck. Metalltür. Aber wir müssen... Warte mal, hier ist... Oh mein Gott. Nicht der krasseste Scheiß, aber guter Scheiß. Okay. Kommst du mal? Wir müssen da einraden. Eine mehr. Ja. Die Tür sehe ich. Oben der Sack. Die Tür ist offen, Sven, ja, kein Codelock dran. Ich hab's aus Versehen geöffnet. Oder? Ja, hast du. Und wie mach ich die jetzt weg? Oh. Was jetzt? Warte mal, ich kann theoretisch so machen. Kann ich nicht? Ich sterbe. Das? Warte mal, vielleicht. Es müsste eigentlich gehen, dass ich da Molly durchwerf. Ich kann. Hab's. Tür offen. Ja, und dann, also. Wir können auch. Hast du eine Axt zufällig? Ja. Hol mir eine. Wir müssen einen Baum fällen, dann stellen wir ein TC auf. Schlaues Kind. Hier, oh, Turret. Nein. Oh, TC. Schau TC an. Rocket Launcher! Nein! Und ich meine, das war ein Molly Raid. Ja! Also der hatte Comms zum Umfallen. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Wo hat er das her, das Zeug? Weißt du? Ja, es läuft nie mittelmäßig. Entweder gut oder voll scheiße. Ja. Also gestern hatten wir eine richtige Downphase. Das war richtig krass. Ja, da hätte ich fast aufgegeben. Da sich nun aber der Wipe dem Ende neigte, galt es nur noch eins zu tun. Diejenigen zu raiden, die uns den ganzen Wipe über gedoorcampt haben. Amador, Halsmaul. Ah, oh, fuck. Ja, da ist der Amador dran. Alter, das ist doch die Decke? Ja, Decke. Boah, ich dachte, du hast dich gesprengt. Ja, war knapp. Ah, ne, halt. 62. Der ist anders. Okay. Kann ja nicht helfen, weil ich nicht... Oh, noch eine Armatur. Ich glaube, er ist da drin. Spreng dich nicht, bitte. Okay, ich bin drin. Ja, aber spreng dich nicht. Ne, die sind beide hier ausgelockt. Alles gut. Haaland und... Ja. Ja, das ist ja ultra, die Suspace hier. Oh Gott. Das geht. Perfekt. Das, oh mein Gott, das schaut nicht sehr... Jackal! Das waren ja richtig arme Leute. Echt? Mhm. Und damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Dabeisein und euren megamäßigen Support. Vielen Dank für die Likes und Kommentare quer durch die ganze Videoserie. Und denkt bitte daran, unten in die Kommentare eure Meinung zu diesem Format zu schreiben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Des Weiteren sehen wir uns dieses Wochenende auf Twitch. Checkt dazu auf jeden Fall auch den Link in der Videobeschreibung aus. Ich sag Dankeschön fürs Dabeisein und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.